Hallo, mein Name ist Helmut Rossmann und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie sich für Abnehmen mit Hypnose interessieren und sich dieses Video dazu ansehen. In meiner Tätigkeit als Hypnotiseur und Hypnosetherapeut habe ich feststellen müssen, dass die meisten Menschen eine völlig falsche Vorstellung von Hypnose haben. Deshalb die Enttäuschung vielleicht gleich vorweg. Bei Hypnose ist es nicht so, dass man da nur passiv ist und der Hypnotiseur alles macht, sondern Sie sollten genauso aktiv mitarbeiten, zwar in Form von Konzentration und Entspannung, denn Hypnose ist ein Zustand, ein angenehmer Zustand der Entspannung, in dem die Tore zum Unterbewusstsein geöffnet sind. Doch wie funktioniert Hypnose beim Abnehmen? Dazu müssen Sie zuerst verstehen, woher Übergewicht überhaupt kommt. Wie entsteht Übergewicht? Es ist ja nicht zufällig, dass jeder dritte Deutsche übergewichtig ist, während es bei Naturvölkern überhaupt keine Übergewichtsprobleme gibt. Also die Ursachen liegen in den Unterschieden der Lebenskultur. Dabei möchte ich eine Sache besonders herausgreifen, weil sie elementar ist für Übergewicht und einen Grundstein darstellt. Und zwar die Lust auf Essen aus Langeweile oder aus Einsamkeit. In unserer Kultur ist es üblich, dass man Kinder bzw. Babys oft alleine lässt. Also der Ursprung kann bereits im Säuglingsalter entstehen. Wenn jetzt ein Baby alleine in einem Raum ist und es schreit, was passiert? Es kommt die Mutter herein und meistens gibt es ein Fläschchen, also etwas zu essen. Vielleicht haben Sie als Baby auch geschrien und geplärrt, aber nicht, weil Sie einsam waren, sondern nicht, weil Sie hungrig waren, sondern weil Sie einsam waren. Sie haben sich einsam gefühlt oder alleine gefühlt. Und wenn dann jetzt Ihre Mutter ins Zimmer kam und es gab ein Fläschchen oder die Brust, dann haben Sie gelernt, ähnlich wie in den Pavlovschen Hunden beschrieben, dass Sie beim Essen nicht alleine, sondern immer in Gesellschaft sind. Das Problematische daran ist, dass das zu einer Zeit passiert, in der Sie noch nicht einmal sprechen können, noch gar keinen logischen Verstand entwickelt haben. Deshalb wissen die meisten Übergewichtigen gar nicht, warum die überhaupt aus Langeweile oder aus Einsamkeit essen, da diese Vorstellung bereits in ihr Unterbewusstsein gespeichert wurde, lange bevor sie einen logischen Verstand oder Sprache entwickelt hatten. Und tief in ihrem Unterbewusstsein ist auch im Erwachsenenalter noch immer die Vorstellung, beim Essen bin ich nicht alleine, wenn ich etwas esse, dann bin ich in Gesellschaft. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie dumm oder banal, doch kein Übergewichtiger kann Ihnen sagen, warum er aus Langeweile oder aus Einsamkeit isst. Genauso wie jeder Raucher oder jede Raucherin weiß, dass Rauchen schädlich ist und trotzdem wieder zur nächsten Zigarette greift. In Seminaren sagen mir oft Leute, dass Hypnose oder dass sie finden, dass Hypnose etwas total Unlogisches ist. Und genau deshalb ist Hypnose auch so wirksam. Denn alle Probleme, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert sind, sind im Prinzip auch völlig unlogisch. Deswegen können wir sie auch mit dem logischen Denken nicht lösen. Denn unser Verhalten wird von Gefühlen bestimmt, nicht von unserer Logik. Von Gefühlen, die tief in unserem Unterbewusstsein ohne unseren Verstand entstehen. Und das motiviert uns zu handeln. Wie eben das Rauchen, wie eben Essen aus Langeweile. Wir wissen es zwar logisch, es bringt nichts, denn jeder Übergewichtige weiß, dass Einsamkeit nicht weggeht, wenn er sich mit Nahrungsmitteln vollstopft. Aber trotzdem schafft er es nicht zum Kühlschrank zu gehen, ähnlich wie ein Raucher es nicht schafft, die nächste Zigarette nicht anzuzünden. Und bei Hypnose ist es eben so, dass quasi also das Problem, das unlogisch ist, wir haben also ein Verhalten, ein unlogisches, und die Hypnose, und das spricht sozusagen die gleiche Sprache, nämlich beides ist unlogisch, aber es wirkt. Denn in Hypnose haben Sie Zugang zu Ereignissen, die Sie längst aus Ihrem logischen Verstand gelöscht haben oder die sich bereits ereignet haben, bevor Sie überhaupt Ihren logischen Verstand entwickelten.
In Hypnose denkt man sozusagen über das Gefühl. Das ist der Grund, warum man zu diesen Ereignissen hinkommt wieder, weil man nicht mit der Logik denkt, sondern man denkt quasi über die Empfindung. Das ist ein ganz eigenes oder ein eigener Weg. Deswegen ist das auch sehr, sehr entspannt in Hypnose. Und wenn man dann in Hypnose die Ereignisse ins richtige Licht rückt, dann kann man diese Verhaltensweisen eben berichtigen. Denn heute wissen Sie ja, dass der Zusammenhang damals nicht zwischen Essen und Gesellschaft bestand, sondern Sie fühlten sich alleine und haben auf sich aufmerksam gemacht, damals im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Außer Schreien gibt es ja als Baby ja nicht viele Alternativen. Mit Ihren heutigen Möglichkeiten würden Sie aufstehen, in die Küche gehen, mit Ihrer Mutter ein Gespräch anfangen oder Sie würden einen Nachbarn besuchen oder was auch immer. Und wenn Sie das berichtigt haben, dann gehen Sie nicht mehr zum Kühlschrank, wenn Ihnen langweilig ist oder wenn Sie sich einsam fühlen. Dann gehen Sie Freunde besuchen oder Sie gehen an einen öffentlichen Ort, wo sich Menschen treffen. Vielleicht gehen Sie in eine Tanzschule, vielleicht besuchen Sie ein Fitnessstudio, um dann an Gemeinschaftskursen teilzunehmen. Wie auch immer. Quasi ist ja ähnlich wie ein Suchtverhalten, ist dadurch eliminiert, dass das im richtigen Licht ist. Sie bekommen völlig andere Motivationen aus Ihrem Unterbewusstsein heraus, auch wenn Sie heute sagen, Fitnessstudio, da gehe ich nicht hin. Wenn das bereinigt ist, haben Sie Lust, aktiv zu sein zu vielen, vielen anderen Dingen, wo Sie heute sagen, das schaffe ich nicht. Denn sind wir uns ehrlich, es liegt ja nicht daran, dass Sie nicht wissen, was Sie machen sollten, um Ihr Gewicht zu verlieren. Sie haben 20, 30 Kilo oder vielleicht 10 Kilo oder 5 Kilo zu viel auf den Rippen und dass Sie die nicht wegbringen, liegt ja nicht daran, dass Sie zu dumm wären, das zu tun, sondern ganz einfach Ihre Motivation. Sie sind heute noch motiviert und morgen, wenn es dann zur Umsetzung geht, wenn man dann irgendetwas aktiv tun sollte oder die Ernährung umstellen, dann kommt die, doch vielleicht noch das eine Törtchen und so weiter und so fort. Und mit Hypnose haben Sie eben wirklich einen starken Partner an der Seite, um quasi Ihre Gefühle zu kontrollieren. Das ist jetzt nur ein Auszug, wie Hypnose Ihnen helfen kann. Es gibt natürlich auch die komplette Junkfood-Industrie mit ihrer Werbung, zielt ja direkt mit hypnotischen Sprachmustern auf Ihr Unterbewusstsein ab, um in Ihnen die Gefühle entstehen zu lassen. Also lieber zur Doppel-Cheese-Pizza zu greifen, als jetzt, sagen wir jetzt mal, zur Grapefruit oder zur Karotte. Wenn ich Ihnen jetzt Lust gemacht habe auf hypnotische Unterstützung beim Abnehmen, dann können Sie gerne den Link unter diesem Video anklicken und ich empfehle Ihnen, testen Sie das Programm Abnehmen mit Hypnose. Sie werden sehen, es bringt Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Programm wieder treffen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann drücken Sie auch den Like-Button. Ich danke Ihnen recht herzlich, Ihr Helmut Rossmann.